Heute geht es um ein Video um die Flussformationen von der Erde, vom Titan und vom Mars im Vergleich. Und was haben alle drei Planeten gemeinsam? Ja, man sieht es auf den ersten Blick, sie haben Flussverästelungen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal im Detail. Und zwar gehen wir jetzt erstmal zur Erde. Dort habe ich einen sehr guten Platz entdeckt. Zum Beispiel ist das hier Norwegen. Hier sieht man sehr gut die Flüsse und die kleinen Verästelungen. Und es sieht auch wirklich so aus wie bei den anderen Planeten. Und bei der Erde ist es wirklich so, dass das Meerwasser in das Land hineinfließt. Es fließt in das skandinavische Gebirge in Norwegen hier hinein. Und hier haben wir dann eben so diese Verschlingelungen, diese Verästelungen. Und das sieht wirklich interessant aus und man sieht dann auch auf den nächsten Videos, wie es auf den Planeten ähnlich ist. Hier sind wir in der Nähe von Indien, hier haben wir ein ähnliches Beispiel, hier sind die Formationen, die Verästelungen ähnlich wie in Norwegen. Allerdings haben wir hier fast kein Wasser mehr. Der Grund ist einfach, dass hier das Wasser verschwunden ist. Es gab hier mal was vor hunderten Millionen von Jahren, aber das ist jetzt einfach nicht mehr da. Hier sind wir jetzt auf dem Titan, auf einem Saturnmond und hier sehen wir wirklich ähnliche Verästelungen. Hier haben wir so eine Art Methanmeer und auch hier gibt es so Verästelungen. Wir haben dort auch Berge, wo sich das Wasser wirklich so hindurchschlingelt und durch das Land dann hindurch fließt, soweit es eben kommt, so viel Wasser eben auch da ist. Und wie du schon siehst, es ist wirklich im Vergleich zur Erde ziemlich ähnlich. Und hier kommen wir nochmal zurück zum skandinavischen Gebirge nach Norwegen. Der Grund, warum das so ausschaut, ist auf jeden Fall nicht, weil die Flüsse jetzt gesagt haben, ja, wir brechen jetzt einfach mal hier das Land auf, sondern durch die Plattentektonik, vereinfacht gesagt durch die Kontinentalverschiebung, haben sich dann die Berge gebildet. So, jetzt sind wir beim Mars und hier wissen wir auf jeden Fall, der Mars, der hat kein Wasser bis auf den Polen. Dort haben wir noch gefrorenes Wasser, aber wirklich ganz wenig. Hier sehen wir so ähnliche Flussverästelungen wie auf dem Titan, auf dem Saturnmond und auf der Erde. Hier ist die Wahrscheinlichkeit wirklich extrem hoch, dass es mal Flüsse gegeben hat oder beziehungsweise einfach Wasser. Hier haben wir links die Erde, dann in der Mitte den Titan und rechts den Mars. Und hier sieht man auf den Oberflächenbildern, wie ähnlich die Strukturen doch sind. Aber es ist nicht nur die Plattentektonik, die die Landschaft formt, sondern eben auch das Wasser, die Flüsse, die der Landschaft dann nochmal den letzten Schliff geben. Kommen wir zu einem weiteren Beispiel. Hier haben wir die Bayerischen Alpen. Hier ist es wirklich so, dass wir auch diese Flussverästelungen haben. Allerdings haben wir nicht mehr viel Wasser. Ja, und früher gab es hier eben dieses Urmeer, so nannte man es. Dies war vor 200 Millionen Jahren und hier gab es eben noch Wasser. Hier findet man zum Beispiel auch auf der Zugspitze noch bestimmte Korallen, noch ein paar Trilobiten zum Beispiel, so ältere Tiere, die vor Millionen, vor wirklich hunderten Millionen von Jahren gelebt haben. Und die findet man wirklich ganz oben auf der Zugspitze. Jemand, der vielleicht dort wandern war, der wird es nochmal kennen. Hier haben wir nochmal eine Oberflächenaufnahme von Norwegen und man vergleicht es einfach mal mit den ganzen anderen Gebirgen und da erkennt man einfach schon so eine gewisse Ähnlichkeit. Und wenn wir dann eben nochmal auch zum Titan schauen, hier haben wir auch diese gewisse Ähnlichkeit, wie diese Flüsse sich den Weg bahnen und wie sie auch diese Landschaften formen. Und nicht nur auf dem Titan, sondern wir sehen es eben auch auf dem trockenen Mars. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, sehr hoch, dass es hier auch mal Wasser gegeben hat. In diesem Sinne war der Mars vielleicht mal so schön wie die Erde. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.